So schaut's aus bei uns. Noch nichts mit Frühling, gell, Nicke? Das dauert noch. Hallo und grüß euch, da bin ich wieder, der Markus Burkhardt. Hoffentlich auch euer Naturgartenfreund. Ist ein guter Ausdruck, finde ich. Wir wollten eigentlich heute ganz was anderes machen, waren ein paar Themen am Programm, aber mein Hexenschuss hat mich noch immer ein bisschen in der Reißen und es ist winterlich bei uns. Und es gefreut dann irgendwie nicht so richtig, dass man draußen was tut. Heute haben wir schon darüber diskutiert, sind es Graupelschauer oder sind es Hagel? Haben wir fest diskutiert, ich und der Niklas. Jedenfalls haben wir uns gedacht, irgendwie machen wir jetzt eine kleine Zeitreise mit euch und versetzen uns so richtig schön in die Wärme, weil ein bisschen trauern darf man wohl, auch jetzt um die Zeit, obwohl es dann eher eine schöne Frühlingszeit wird. Und wir machen einfach ein bisschen einen Rundgang durch verschiedene Welten und anfangen dann mal in Schweden, weil es fragen sich wahrscheinlich viel, vor allem die neuen Abonnenten, wieso das Ganze da bei uns eigentlich nordischer Garten heißt. Das ist ja komisch, weil es geht ja eigentlich hauptsächlich alle bei uns um heimische Pflanzen, um Bienen, um Hummeln und Schmetterlinge. Aber es ist halt einmal so, ich habe das große Glück, ich war clever genug, eine Halbschwedin zu heiraten. Und durch das haben wir halt nach oben ein bisschen einen Bezug. Und in der schwedischen Natur bin ich einfach irrsinnig gern unterwegs. Und das hat mich eigentlich dann so irgendwann einmal so... Was tut das da? Was soll das? Was soll diese Laterne? Das hat mich dann irgendwann so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, vielleicht schaffe ich es mit heimischen Pflanzen, diese Art der Stimmung, die man halt oben hat, wenn man in der Natur herumgeht, viele Birken, ja, einzufangen, damit das halt so ein bisschen unsere Sehnsucht nach oben stillt. Das war so ein bisschen die Idee. Und so hat das Ganze dann eigentlich angefangen, vor ein paar Jahren, mit dieser skandinavischen eigentlich Pflanzenwelt, hat meine totale Faszination für die heimischen Pflanzen dann immer mehr begonnen. Und so ist halt das bei uns daheim mit den Jahren ein richtig, hoffentlich immer ein noch wilderer Naturgarten geworden. Wieder mal Tonprobleme. Jetzt ist gleich weg, die Sonne. Ein paar Sekunden, da wischen wir es. Jetzt war es aber dann so, nachdem ich mich da irgendwie immer intensiver, ja, hat man halt getaugt, diese Pflanzenwelten zu entdecken. Nachdem ich ja eigentlich berufsmäßig Gartengestalter bin und mir ja eigentlich jahrzehntelang immer nur einer den anderen kopiert und das halt ausmacht, was man in so Büchern liest, war irgendwie, ist das halt in mir so gereift, das war ja viel schöner und interessanter, wenn man den Garten so ein bisschen nach dem Vorbild der Natur macht, weil das einfach ungezwungener schöner ist. Und so bin ich dann natürlich mit diesen heimischen Pflanzen immer mehr, ja, dieser Faszination erlegen. Und ich habe jetzt nicht zwanghaft versucht, Pflanzen, die es nur oben gibt, da zu setzen, das wollte ich nicht, sondern Pflanzen, die bei uns heimisch sind, sind ja sehr viel bis auf weit in den Norden Schwedens heimisch. Und so habe ich, oder Skandinaviens muss man sagen, und so habe ich halt probiert, da jetzt nicht ganz zu streng, weil das bringst du eh nicht zusammen und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Und dann haben wir halt wirklich schnell gemerkt, was sich verändert im Garten. Und das war wirklich erstaunlich. Es ist das Leben eigentlich dann eingekehrt. Es sind Insekten gekommen, die Hummeln, die Bienen, die Schmetterlinge, jetzt da immer mehr die Vögel. Und das hat uns einfach wirklich taugt und das wird jedes Jahr schöner und lässiger. Ja, und unser Haus haben wir ja auch im Schwedenstil gebaut. Ja, weil es gefällt uns halt einfach oben irrsinnig. Und dieser Baustil, ich mag den Baustil irrsinnig gern. Es ist mit Huiz, es ist ein sehr gemütliches, ein schönes, ja, wirklich ein angenehmes Wohnen. Wir mögen das einfach gern. Und durch das, ja, hat das dann halt auch irgendwo passt, dass man gesagt haben, okay, nordischer Garten, also das ist die Auflösung. Das ist jetzt nicht irgendwie ein total schwindliches Kunstprojekt, sondern so leben wir halt einfach gern und wir sind dann auch oben immer froh. Aber es ist halt so ein bisschen ein Hybrid jetzt geworden. Von der Stimmung her ist es sehr skandinavisch, wenn man durchgeht. Aber die meisten Pflanzen, ich würde jetzt einmal sagen, wahrscheinlich 70-80% sind heimische Pflanzen, wie es halt mehr, glaube ich, mittlerweile.
wir es halt bei uns einfach wirklich in Mitteleuropa daheim sind und viel auch pflanzen, habe ich mich jetzt natürlich auch in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt, was halt so bei uns an den Straßenrändern herumwächst. Das ist ja auch voll interessant, weil du findest ja sonst kaum mehr was. Die Vielfalt verschwindet einfach immer mehr durch diverse, ja, die Landwirtschaft wird immer monotoner und so weiter. Und das passiert natürlich auch da herum. Und durch das verschwinden diese Pflanzen. Und die haben wir einfach versucht, zum Teil zu konservieren und halt über den Samen dann bei uns im Garten wieder auszubringen. Und das sind halt Dinge, die taugen mir halt. Wie viel Glück muss ein Mensch haben? Ich habe das Glück. Ist halt einmal so. Was soll ich machen? Ich habe es mir nicht ausgesucht. Es flog mir zu. Na, meine Schwiegereltern haben ungefähr vor 20 Jahren da ganz oben am Polarkreis ein eigentlicher altes Bauernhäusl gekauft. Über irgendeine Verwandtschaft, egal, und haben das Häusl dann langsam hergekriegt. Man kann es auch mieten. Also wenn jemand wirklich einmal einen lässigen Urlaub in der Natur machen will, war vielleicht was für den einen oder den anderen. Aber was ich euch eigentlich erzählen will, ohne anzugeben, weil es ist wirklich, es ist fast unglaublich. Den meisten von euch wird das vielleicht oder wahrscheinlich eh nichts sagen. Aber jedenfalls, irgendwie mit den Jahren sind wir dann draufgekommen. Mein Schwiegervater hat halt das eine oder andere gelesen und da gibt es den Karl von Linné. Das ist Schwedens größter Sohn eigentlich, ein Naturforscher, der bis heute in jeder, fast in jeder Pflanze weiterlebt. Immer wenn ihr botanische Pflanzennamen lest, dieses System der Pflanzennamen, aber auch der Tiere, das geht auf den Karl von Linné zurück. Der hat diese Nomenklatur entwickelt und das war richtig ein Meilenstein, weil erst durch dieses System haben wir jetzt weltweit die Möglichkeit, vom Gleichen zu reden, wenn ein Japaner, ein Chinese, ein Nordschwede, ein Finne und ein Isländer über irgendeine Pflanze diskutieren, brauchen sie nur den botanischen Namen sagen und schon wissen alle, um was es geht. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Karl von Linné hat nachweislich in diesem Haus genächtigt auf seiner Reise in den Norden. Da war er ganz ein junger Bursch mit Anfang, Mitte 20, so irgendwas. Und da gibt es ihm eine Stelle in seinen Aufzeichnungen über die Reise in den Norden. Und da beschreibt er eben diese Stelle. Und jetzt was für Fans der österreichischen Literatur. Die Übersetzung von diesem Buch, Linnés Reise in den Norden, ist vom H.C. Artmann. Sagt sicher den einen oder anderen noch was. Also auch ganz witzig, weil der hat auch einmal eine Zeitl scheinbar in Schweden gelebt. So schließt sich das. Und für uns natürlich, als Gärtner oder botanisch interessierte Menschen, meine Schwiegereltern waren ja auch Gärtner berufsmäßig, wir schlafen heute halt in dem Haus unglaublich gut. Weil über diesem Haus wacht halt die Seele von Karl von Linné. Was man natürlich, gut, Schweden hat es natürlich schön, schön, da wohnen halt einfach viel weniger Leute. Jetzt ist da einfach noch viel mehr Natur vorhanden als bei uns. Aber viele Dinge liegen ja nicht daran, dass wir zu wenig Natur haben, sondern wir tun einfach immer viel zu viel. Wir pflegen einfach viel zu viel und um das geht es ja auch sehr viel in meinen oder in unseren Beiträgen. Und das ist das Schöne, wenn man sich oben in der Natur bewegt. Einfach auch, wenn du mit dem Auto fährst, die Wegesränder, da wird nicht permanent und dauernd gemäht. Ich meine, allein diese finanzielle Geldverschwendung im Jahr 4-5 Mal Wegränder zu mähen, ist ja unglaublich. Mein Vater zum Beispiel ist Slowene, ist wieder die andere Richtung, in den Süden runter. Und in Slowenien ist das auch noch viel, ich weiß nicht, da kommt keiner auf die Idee, dass permanent irgendwo alles gemäht oder gehäckselt oder sonst irgendwas wird. Vielleicht kommt es auch noch, weil die Entwicklungen, keine Ahnung, das setzt sich ja fort, aber vielleicht geht es ein bisschen in die andere Richtung. Das wäre so meine Hoffnung. Und deshalb, irgendwie, das hat uns sehr inspiriert immer, wenn wir diese, eigentlich diese Natürlichkeit gesehen haben, die jetzt vielleicht nicht richtig Wildnis ist,
weil es ja entlang von der Straße ist, aber man hat einfach gesehen, wie schön diese Pflanzenszenerien sind. Und da habe ich mir auch viel abgeschaut an Pflanzenkombinationen, die mir in der Natur gefallen haben. Der Rheinfarn zum Beispiel, den sieht man sehr oft in Skandinavien auch, aber ist interessanterweise eine Pflanze. Der Rheinfarn geht bis runter, weit auch in Süden, ehemaliges Jugoslawien und so weiter, sieht man den überall. Und so habe ich halt versucht, solche Gesellschaften, so natürlich funktionierende, auch da bei mir im Garten nachzubauen. Ja, das ist eben in Schweden um sein alter Bauernhof. Und da gibt es auf der anderen Straßenseite ist so ein verfallenes, wirklich ein schönes Kleinod. Es ist zumindest mein Schwiegervater, das ist einmal gesichert so weit, dass es nicht mehr einringt und so weiter. Da hat schon lange keiner mehr gewohnt. Und wenn man da um das Haus um und um geht, das ist eigentlich schon richtig zugewachsen mit den Weidenröschen. Das sind diese hohen, die halt in Schweden so oder in Skandinavien so landschaftsprägend sind, wo du Kilometer nur dieses Pink eigentlich siehst. Und da haben wir wirklich auch ein schönes Erlebnis gehabt. Wir haben dort einen, wahrscheinlich, nehme ich mal an, dürfte es ein wilder Rittersporn sein, ein Delphinium elatior, irgend sowas. Es sind ein paar da um und um gestanden mit 2 Meter oder über 2 Meter Höhe. Oben sind ja eigentlich nur mehr Hummeln. Die Honigbiene geht ja nicht so weit rauf. Im Polarkreis ist es ihr zu wuschi. Da müssen wir noch ein bisschen warten, Klimaerwärmung. Und jedenfalls, die haben mich extrem fasziniert, diese wunderschönen, auch vom Blau her, diese Rittersporne. Übrigens an dieser Stelle ein schöner Gruß an die Helga. Ich hoffe, er keimt dir. Und da in diesen 3 Töpfen habe ich die voriges Jahr schon drinnen gehabt und sie haben wirklich schon wunderschön bliert. Also ich habe eine richtige Freude gehabt. Die haben eh jahrelang gebraucht. Rittersporn ist recht heikel im Topf. Und das sind halt dann so schöne Erlebnisse. Das gefällt mir sowieso. Wenn man irgendwie so solche Gärten, so verwilderte Gärten, das sind irgendwie so verwunschen vom Gefühl her, wo man merkt, okay, da ist 10, 20 Jahre, hat da keiner mehr gelebt und trotzdem irgendwo wächst vielleicht noch ein Riebissel oder man findet noch so Spuren, dass einmal jemand da war und trotzdem kommt die Natur schon wieder zurück. Es ist ein Haufen los an Tieren, also da lebt natürlich dann was und sowas in dieser Art von der Stimmung wollten wir einfach da ja, auferstehen lassen. So, aus. Jetzt habe ich genug geschwärmt vom hohen Norden. Ich hoffe, dass wir bald wieder raufkommen. Und jetzt sind wir halt wieder daheim. Und wir haben natürlich auch Pflanzen bei uns, die eigentlich hier nicht heimisch sind, die zugereiste sind. Ein super Beispiel dafür ist der Lavendel. Eine wunderschöne Pflanze eigentlich aus dem mediterranen Raum. Den lieben ja die Skandinaven so, weil es halt auch irgendwo, sagt man Skandinaven oder Skandinavier? Frag mich. Aber er macht halt einfach eine schöne Stimmung. Und das war gleich irgendwie so ein Bild. Das war das erste, glaube ich, das wir gestaltet haben, nachdem wir mit dem Haus fertig waren. Diese Böschung, das haben wir ganz am Anfang gemacht, weil das hat uns immer sehr gefallen, diese wunderschönen Lavendelbilder da aus der Provence. Ist zwar jetzt nicht nordisch, aber das wollten wir halt einfach da haben. Und das ist wirklich, das ist im Sommer ein Wahnsinn. Ich hätte ja ein paar Mal versucht in den letzten Jahren, da was ganz was Wildes zu machen und den Lavendel zum Teil auszureißen. Ich darf nicht, auch zu guter Recht, weil wir nutzen den Lavendel auch sehr viel. Es ist für uns vielleicht eher sogar ein bisschen eine Nutzböschung, die einfach fantastisch, schaut wirklich unglaublich gut aus, ist ein Highlight im Sommer. Und dazwischen haben wir Kugellauche drinnen, die auch wirklich unglaubliche Insektenmagnete sind. Da haben wir einmal das, oder ich habe das einmal gefilmt sogar, ich habe es gefilmt, wenn oder wo Hummeln schlafen, irgendwie so, das ein filmischer Meilenstein, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Thank you.
So, und wenn wir jetzt da ein bisschen ums Eck rumgehen, das tut natürlich auch immer sehr gut, so wie da ein bisschen diese Philosophie eben, wie ich gesagt habe, am schönsten gefällt es mir, wenn man das Gefühl hat, da ist jahrelang nichts geschehen. Da haben wir, ist zwar auch jetzt keine einheimische Pflanze bei uns, es ist sogar ein American Plant, der Amerikaner, der Kandelaber-Ehrenpreis. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute noch sitze, aber er muss natürlich bleiben, weil er ist ein unfassbarer Insektenmagnet. Es ist wirklich, es ist, wenn du da vorbeigehst, das beobachte ich öfter, wenn Leute das erste Mal bei uns sind und man geht dann so eine Runde, dann schrecken sie sich richtig, weil es da so brummt und summt. Wir haben natürlich da, was werden das sein? Ja, 20 Meter oder so irgendwie, wo ich den wirklich in einem Streifen von 1,5 Meter habe ich nur diesen Kandelaber-Ehrenpreis gesetzt. Und das ist wirklich, das ist ein Wahnsinn, weil diese Menge an Blüten, so enorm viel Honigbienen und vor allem auch Schwebfliegen. Da sind unglaublich viele Schwebfliegen. Am Abend sehr gerne die Hummeln. Das ist witzig, die kommen immer am Abend, keine Ahnung. Die teilen sich das irgendwie ein bisschen auf. Also das ist wirklich ein schönes Erlebnis. Also wir haben ein paar so Pflanzen auch drinnen, wo vielleicht, wenn einer ganz streng sein will, sagt, das ist nicht heimisch, aber so streng muss bei uns nicht runtergehen. Wir schauen halt, dass wir wirklich die heimischen Pflanzen in der absoluten Überzahl haben. Das haben wir sicher und solche Dinge sind halt da ein bisschen vielleicht für mich auch Relikte aus meiner alten Zeit, aber ein Relikt, das ist sehr gern stehen los, weil man einfach merkt, das hat auch einen Sinn, er sah sich auch nicht aus oder irgendwie so, sondern wirkt einfach super und ist ein super Insektenmagnet. Ich weiß nicht, ob wir da ein Blütenmaterial haben. Ich mische natürlich zum Teil auch ganz wild, da haben wir mal von meinem Vater wieder in Slowenien habe ich mir Saatgut mitgenommen von Skabiosen und habe die da ausgesät. Das schaut wirklich super aus und denen taugt es auch viel. Das machen wir überhaupt ganz gerne oder mache ich ganz gern, wenn ich irgendwo Pflanzen entdecke, dass man sich ein bisschen ein Saatgut dann mitnimmt und im Garten halt dann ausbringt oder mal in einen Saatkistel probiert. Und so experimentieren wir halt. Und lassen wir das Ganze hoffentlich immer mehr verwildern. Das macht einfach richtig, nämlich deshalb wirklich einen Spaß, weil wir merken das selber so, wie viel mehr an Insekten da ist, als wie noch. Wir haben ja so einen schönen Vergleich, weil wir haben ja wirklich dann neu gebaut. Es war da rein eine landwirtschaftliche Fläche, 2005 auf 6, also ist schon eine Zeit aus. Und man merkt das in den letzten paar Jahren, ist das so richtig bombastisch weggegangen, die ganze Brummerei. Ich muss mich ja leider, aber ich mache es trotzdem. Ich oute mich hier aus, vielleicht aus Naturgärtner, eher noch aus junger Naturgärtner, wie es eh so wahrscheinlich auch viel sagt. Ich mache das beruflich schon sehr, sehr lang. Eigentlich seit meinem 20. Lebensjahr, kann man sagen. Und eigentlich, wie wir den Garten zuerst angelegt haben, war er eher noch ein schöner, klassischer, wahrscheinlich ein bisschen stylischer Garten. Und irgendwie, ich habe das vorhin eh kurz erwähnt, mit Schweden hat das angefangen. Das hat man einfach, das hat man keine Ruhe mehr gelassen. Und die Kosi wird das mir bestätigen. Ich habe dann so ein paar Mal über den Winter zu ihr gesagt, ich weiß, du wirst mich jetzt verrückt halten, aber ich werde alles wieder ausreißen. Ich reiße meinen ganzen Garten alles wieder aus. Und ich habe es gemacht. Ich habe nur ganz ein paar wenige Dinge habe ich eben stehen lassen, eben den Kandelaber-Ehrenpreis, weil man das einfach, das hätten wir weder, weil das so ein unfassbarer Insektenmagnet ist und weil er sich eben auch nicht aussieht. Und die Lavendel, erstens, weil es eine schöne Erinnerung ist, als irgendwie an das erste, das wir gemacht haben im Garten. Aber ansonsten, ich habe glaube ich wirklich fast alles ausgerissen. Ein paar Leute haben sich dann über viele Pflanzen gefreut. Die haben dann ein bisschen was zum Setzen gehabt. Und deshalb ist dieser Garten auch noch ein relativ junger Garten. Generell, wir sind ja noch nicht ewig da. Vor allem vorher die Wiesen. Jetzt ist das eigentlich erst so seit ein paar Jahren. Und ich freue mich schon so, wenn die Gehölze, die wir jetzt da haben, noch größer werden, die Birken. Und wir werden jetzt unten dann so ganz richtig, richtig eine wilde Wildsträucherhecke machen. Mit einer Blumenwiesen dazu und so weiter. Also wir haben noch viel vor, auf das freue ich mich richtig schon. Das wird voll lässig. Und ja, ich habe eigentlich für mich einfach so eine große Liebe entwickelt zu diesen heimischen Pflanzen, weil ich einfach, ich darf ja jetzt nicht
ich darf nicht dauernd herumgehen, weil das ist ein anderes Format, Regieanweisung. Weil ich einfach gemerkt habe, durch meinen Beruf eigentlich, dass die heimischen Pflanzen total unterrepräsentiert sind. In unseren Gärtnereien, in den Baumschulen, aber auch in der Gartengestaltung. Du lernst in der Schule, vielleicht ist es heute schon ein bisschen anders, die Pflanzen von A bis Z von mir aus. Und von diesen Pflanzen sind aber 80-90% nicht bei uns in Österreich oder in Deutschland oder sagen wir jetzt einmal nur in Mitteleuropa heimisch. Und das ist ja komisch. Wieso füllen wir unsere Gärten mit exotischen Pflanzen, die, es ist verständlich vom Zugang, es ist natürlich schön und der Mensch sucht immer das Besondere, aber mittlerweile ist es eben so, dass das Besondere das Heimische ist, weil es immer weniger wird und immer rasanter verschwindet. Und ich glaube, das ist einfach eine Aufgabe, die wir alle haben, dass man mit offenen Augen einfach durch unsere Landschaft, ich sage immer, vor der Haustür geht es aus, man geht eine Runde, vielleicht einmal mit einem Buch und schaut, was wächst alles da. Und dass wir diese Pflanzen wieder bei uns in den Gärten wachsen lassen und setzen, weil die einfach so unglaublich gut wechselwirken mit unseren heimischen Schmetterlingen, Bienen, Hummeln und so weiter. Und so kann man das dann wieder fördern. Ist halt ein kleiner Beitrag. Aber ich glaube, es ist ein Beitrag, den man trotzdem gut und hoch schätzen kann, weil das Ganze, das wird es ja dann potenzieren. Wir werden ja eine Bewegung werden. Wir sind schon eine Bewegung. Wir sind schon eine Bewegung. Ja, es ist ja wirklich, die Kose ist heute arm, weil überall schaut es aus, weil ich bin einfach vom Schnee überrascht worden, nichts habe ich weggekramt. Aber es ist wirklich, wenn ich so an das zurückdenke, dieser Bereich ist einer meiner, wirklich meiner liebsten Bereiche. Der wird schon ziemlich wild, da ist irrsinnig viel Schachtelhalm. Ein Schachtelhalmwald mit sibirischen Iris. Dann jetzt schon langsam kommen dazwischen die mandelblättrigen Wolfsmilch daher. Lungenkraut und lauter so Zeug. Und vorher waren da Felsenbirnen, aber die amerikanischen waren da und also so richtig das Klassische, wie es viel in den Gartencentern wahrscheinlich auch alle wieder zum Kaufen ist. Und Bergenien habe ich einen Haufen gesetzt gehabt, weil man muss es sich vorstellen, ich habe mich auch nie damit beschäftigt. Man doch Bergenien, coole Pflanzen, blüht schön, zieht da Bienen an, also von dem her ist es eh nicht schlecht. Und man sieht es in Skandinavien haufenweise. Und irgendwann erst eben durch diese Recherche mit unseren heimischen Pflanzen, Bergenia, schaust du halt, wo kommen die her und hin und her, die kommt ja irgendwo zum Teil sogar aus dem Himalaya-Gebiet, das ist bei uns absolut nicht heimisch, aber es ist halt schon so ins Volksverständnis zum Teil eingesickert, diese Pflanzen, weil schon über Jahrzehnte von uns verwendet werden, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen zum Teil, dass die da bei uns nie beheimatet waren. Es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man Bergenien daheim hat. Überhaupt kein Thema. Hauptbergenien ist eine schöne Pflanze, die auch beflogen wird. Nur man sollte einfach sollen. Es wäre halt schön, wenn unsere eigene Pflanzenwelt wieder mehr in unseren Fokus rückt, weil du brauchst dann nur ein Pflanzenbuch hernehmen, ein Bestimmungsbuch und blätterst es durch. Oder seltene, gefährdete Pflanzen, gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viel Material dazu. Wenn man das durchblättert, das ist ja das Herrlichste, was es überhaupt gibt für einen Gärtner. Und wie viele Dinge man da selbst nicht kennt, obwohl das eigentlich alles Pflanzen sind, die bei uns wachsen. Aber man kriegt es halt kaum zum Kaufen. Und das war irgendwie so die, vielleicht auch ein bisschen der ausschlaggebende Grund für den Shop, weil wir dann halt immer wieder auch gefragt worden sind, ja, wo gibt es denn die Pflanzen oder konnte es nicht es schauen. So hat das halt irgendwie alles seinen Anbeginn genommen. Ich frage mich wirklich, wie du das schneiden willst. Ich frage mich, aber du wirst es wieder super schaffen. Da einer meiner absoluten Lieblinge mittlerweile, keine Ahnung, wie lange die Pflanzen schon kennen, sicher nicht sehr lang. Wiesenknopf, okay, das hat man gewusst, Sanguisora gibt es im Sortiment, auch alles, irgendwelche asiatischen Züchtungen, ist ja wirklich skurril. Dabei haben wir einen heimischen Wiesenknopf, großer Wiesenknopf, kleiner Wiesenknopf, das sind dermaßen coole, ich will fast sagen geile Pflanzen, die einfach auch so viel für die Insekten, für die Schmetterlinge machen, dass dir wirklich die Kinnlade nach unten fällt, wenn du dich damit beschäftigst. Und wieso gibt es sowas nicht standardmäßig einfach in unserem Sortiment?
diese Dinge müssen einfach wieder viel mehr in unsere Gärten. Herzlich willkommen im Albtraum jedes Rasenliebhabers. Mein geliebter Maulwurf schafft hier Realitäten. Der werkt, das ist wirklich, mir taugt es ja. Für mich ist das eine Gaude. Wenn der einen Hiegel nach dem anderen raushaut, kannst du wieder irgendwo schauen, was wird dann da wieder wachsen oder man sieht was an oder man pflanzt irgendwas ein. Gut, hier und da zippt es natürlich auch, wenn die Wühlmeis alles auffressen. Aber ich habe mich ja seelisch schon mit den Wühlmäusen wirklich angefreundet, weil die Wühlmaus und die Hummel sind ja eigentlich beste Freunde. Die Hummel braucht die Wühlmaus, umgekehrt nicht. Also da muss ich um. Und weil wir gerade bei der Hummel sind, schau, bald wird sie blühen, die mandelblättrige Wolfsmilch. Lang wird es nicht mehr dauern. Wird eh schön ist. Und bald, aha, die ersten Schlüsselblumen blühen schon. Und da, man kann sich jetzt schwer vorstellen, auf dieser, wie manche bei uns abwertend sagen, Gstätten, da sieht man nicht viel, aber da seht ihr ganz gern, der ist jetzt ein bisschen woanders, der Fingerhut aus, unser heimischer Fingerhut, kennen viele vielleicht vom Wandern, manche von euch aus Deutschland besuchen uns ja öfters hier und gehen in den Alpen, so ein bisschen woken mit Stecken, machen die Österreicher, also ich muss bleiben, heute ist ungewohnt, ich darf mich nicht bewegen, ich darf mich nicht bewegen, jedenfalls da wächst dieser Fingerhut, den man ganz gerne im Wald begegnet, wenn man Glück hat, auf sogenannten Schlagfluren, wo der Wind reinfährt oder wo der Borkenkäfer auframmt, da kommen dann diese Pflanzen zum Vorschein, wenn man Glück hat. Fingerhut war unglaublich wertvoll im Garten, viel fürchten sie dann, weil er giftig ist. Giftig, muss man sich nicht fürchten. Und ein bisschen was müssen die Kinder ja auch lernen. Denn die Welt, wie sagt die Uli immer, ist kein Ponyhof. When skies are falling, please believe this. I will be here to pick up the pieces. When lies are crawling, kommen da ein paar Narzissen. Wie nennt man sowas? Lala im Showing-Off-Modus, im Angeber-Modus. Da, bei dieser komischen Wiesen da oben, ich freue mich jetzt, weil scheinbar da ein paar Narzissen rauszukommen, die hat es zwar ziemlich hergefahren, aber die werden sich schon berappeln. Da möchte ich Pflanzen setzen, die eigentlich, ich habe es nur namentlich gekannt, zu meiner Schande, und habe beim Christian eigentlich dann so richtig kennengelernt und habe es dann witzigerweise, oft wenn man eine Pflanze einmal sieht, dann begegnet es einem alle wieder, weil dann kennt man es, dann ist sie gespeichert. Und die ganze Leiden aber, da werde ich sicher 20, 30 setzen, nämlich den Teufelsabbiss. Wahrscheinlich werde ich es aus großer Liebe zu meinen Wühlmäusen machen, weil die fressen die Wühlmäuse ganz gern, weil die haben so dicke, fleischige Wurzeln. Aber in Wahrheit frisst es der Teufel. Wahrscheinlich ist es so. Deshalb passt diese Pflanzen so, weil die Wurzel so ausschaut, wie wenn da ganz der böse Teufel dran gefressen hätte. Und bei mir werden es wahrscheinlich die Wühlmäuse dran fressen. Aber das ist mir wurscht, das probiere ich einfach. Wenn sie es fressen, sollen sie es fressen. Und wenn sie es nicht fressen, ein paar werden wohl davon kommen. Und dann ist es meistens eh so, nachdem meine Maulwürfe so brav sind und so viel Flächen da wieder gut bearbeitete Erde sind, dann kann der Samen da hinfallen und dann werden es schon mit den Jahren alle mehr werden. So mache ich das. Also ich habe da einen sehr, mittlerweile wirklich einen entspannten Zugang. Früher habe ich mich oft geärgert, wenn du was gesetzt hast, dann ist es entweder nicht geworden, weil du einfach die falschen Pflanzen genommen hast für den Standort oder es haben wirklich die Mais ratzifatzi da
neue Realitäten geschaffen. Mittlerweile, es ist mir wurscht. Wenn es die 40 auffressen, ist mir wahrscheinlich nicht wurscht. Aber wenn es ein paar überlassen, bin ich schon glücklich damit. Bin ich schon zufrieden. Wir schnodern, gell? Jetzt sind sie weg. Ja, das liebe ich, das Geschnatter der Vögel, wenn sie kommen. Der Teufelsabbiss, ein paar habe ich ja schon gesetzt. Ich sehe da unten ein Steckerl, wo ich ihn gesetzt habe. Der ist eigentlich bald einmal mit was zufrieden. Der Boden ist ihm verhältnismäßig wurscht. In der Natur wohnt er ganz. Er wohnt ganz gern in Moorgegenden. Dort, wo halt irgendwelche größeren, meistens sind es eher so feuchtere Gebiete. Ja, jetzt schneit es wieder. Sehr schön. Dort fühlt er sich ganz wohl, ist aber vom Boden wirklich sehr tolerant. Und wir haben sehr schwere, sehr lehmige Böden. Da wird er dann sehr hoch. Da können so richtig die Blüten schweben, dann so oben auf fast 2 Meter. Das ist eine Schmetterlingspflanze, wirklich zum, ja, anbetungswürdig, wie viele Schmetterlinge sie auf diesem Teufelsabbiss entwickeln. Er wächst aber auch genauso interessanterweise, wenn es relativ trocken ist. Also er ist wirklich vom Boden her ein Künstler und ist fast in jedem Garten, glaube ich, kann man so eine Pflanze einmal probieren. Oft, wenn man es echt nicht weiß, wenn man sich denkt, wow, es ist grenzwertig bei mir, ich habe so einen, keine Ahnung, trockenen oder sonst was, man kann ja mal eine Probepflanzung machen. Oft ist es dann so, dass die Pflanzen manchmal ein paar Jahre brauchen, bis Schub kriegen, oder was dann eher wahrscheinlich ist, wie schauen meine Finger aus? Sie fühlen sich gerade an, wie wenn sie bald abbrechen. Bald, ich schwöre das, es bricht bald einer ab. Und dann sahen sie sich meistens dort aus, wo er eigentlich viel besser aufgehoben wäre. Ein schönes Phänomen im Naturgarten. So, ich hoffe, ich kriege heute einen Kötezuschlag, weil das ist ja Zumutung. Achso, du musst auch arbeiten im Freien. Blöd. Müssen wir uns gegenseitig einen Kältezuschlag zahlen. Als Sinnbild, es ist so ein bisschen eine ikonenhafte Erscheinung der Naturgartenbewegung, die Wilde Karre, sicher zu Recht, ist eine Wahnsinnspflanze und verkörpert so ein bisschen ein paar Sachen in sich. Sie ist wild, sie ist ungestüm, sie wird groß, sie wächst oft haufenweise auf so verlassenen Äckern. Und das sehen dann manche nicht so gern, weil da kommt dann plötzlich die Natur wieder zurück und dann fürchten sie sich. kein Grund zur Angst. Und ist eine unfassbare, vor allem auch wieder eine Hummelpflanze. Und im Winter hast du dann, wenn du ein bisschen einen Klick hast, kann man hin und wieder die Stieglitze drauf beobachten. Denn der Schnabel hat sich in der Evolution so entwickelt, dass er scheinbar der einzige ist, der da die Samen aus den Kaden rauskriegt. Ich glaube sogar nur die Männchen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist möglich. Jedenfalls eine coole Pflanze. Die darf so ein bisschen durch den Garten von uns geistern und es ist wirklich ein Erlebnis, wenn die blüht, auf das freue ich mich jetzt schon, wenn dieser Kadenring nach oben und unten, gleich brechen wir alle 5 an, ich schwöre das, wandert und wenn da wirklich ein Meer an Hummeln drauf ist, das ist einfach ja ein Traum. Die Karde ist wirklich eine super Pflanze, obwohl es noch 2-jährig ist. Nach der Blüte ist der Zauber vorüber, aber sie sieht sie wirklich immer brav aus. Man muss es nur lassen oder eben seinen Maulwurf in Ruhe lassen. Dann hat man immer Bereiche, wo sie sich aussagen kann. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen entführen können und vielleicht so diese ja, wohlige Wärme in Erinnerung rufen können, die bald wieder in unseren Gärten herrschen wird. Dann wird es uns eh wieder zu heiß sein. Dann werden wir wieder jammern. Man, die Hütze, ein Wahnsinn. Nein, wir freuen uns schon richtig. Jetzt geht es dann los. Es wird schön. Es wird richtig super Stimmung. Und was kann ich euch wünschen? Ich wünsche euch alles, was ihr euch wünscht. Sagt mein Schwiegervater immer. ist aber nicht schlecht, muss man sagen. Ist wirklich gut. Ich wünsche euch einen super Start ins Frühjahr. Ich wünsche euch eine super Gartensaison. Bleibt gesund, ist eh klar, was auch immer. Und ja, jetzt dauert es glaube ich nicht mehr lang bei euch. Manche von euch, die wohnen ja so mild. Wir wohnen ja da auf über 700 Meter. Da blüht wahrscheinlich schon alles. Die Krokus, die Schneekekel und so weiter. Wir sind, ich sage immer, so eine Zeitmaschine. Wir sind ein bisschen hinten. Also, jetzt bin ich wirklich raus. Ich bin echt sehr gespannt, wie die Kose das macht heute, den Film. Weil das wird nicht einfach, aber sie wird das sicher
irgendwie tricksen. Ah ja, das musst du reinschneiden. Wir haben vorher, bevor wir angefangen, da unten wirklich angefangen haben, eine coole Aktion gesehen von zwei Böcken. Und damit verabschiede ich mich jetzt wirklich. Die streitenden Böcke da unten auf der Wiesn. Das war eine coole Action. Und ja, ich hab mein, das ist mein Revier. Da war eine Zeit lang eher so ein schwindlicher Bock, wo man sich ein bisschen gefürchtet hat, dass er noch mal wegrammt. Es ist nicht passiert. Und ja, wir sind jetzt raus aus der Nummer, bevor wir da frieren. Jetzt gehen wir schnell einen Kaffee trinken und dann tun wir wieder was. Also, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bin schon gespannt. Vielleicht haben wir das nächste Mal einen Meter Schnee, wenn es so weitergeht. Also, viert euch.